Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, unsere kleine Produktion schaut hier schon ganz fein aus. Ganz fein und brav. Wir haben in der letzten Folge jetzt hier die automatische, also die automatische Farm hier noch zum Laufen wiedergebracht, weil da ein paar Fehler waren. Wir tun jetzt automatisch hier Bone Meal produzieren. Aktuell, wir haben hier, was war mit dir? Ach, du warst mein Graphite-Macher. Manufacturer gerade und wir machen hier ein bisschen Rubber. Ja, hier muss ich wieder einen Baum davor setzen, dann sollte ich vielleicht ein Auto-Clicky oder sowas machen. Keine Ahnung, wie ich das mache. Werde ich irgendwie in der Zukunft dann regeln. Es ist ja wurscht, jetzt haben wir damit unseren aktuellen Plan mal erledigt. Ich wollte aber schauen, wegen noch einem Speed-Upgrade. Speed-Upgrade. Hier, dem da. Kann ich das gerade machen? Nee, weil wir keine Redstone Blocks haben. Dann machen wir einfach ein paar schnell. Und dann sollte das ja kein Problem sein. Machen wir zwei Stück oder so. Ah, vier reichen auch schon für den Anfang. Vier reichen für den Anfang. So, ich will eigentlich nur, dass der hier das ein bisschen schneller rauszieht. Die Energie, die er halt zieht, ist brutal. Eigentlich können wir die auch ans Netz anschließen. Jetzt haben wir doch hier das Netz. Dann machen wir das doch auch mal schnell. Dann werden die hier abgerissen. Dann brauchen wir die nicht mehr. So. Und dann sind die auch dauernd gut in der, versorgt mit Energie. So. Das bauen wir auch ab. Das war jetzt auch aus alten Zeiten ja noch im Grunde. Wo wir hier sozusagen die Kisten in der Nähe stehen hatten. Die haben wir jetzt ja hier gar nicht mehr stehen. Und ja, wir haben hier noch ein paar Reste stehen halt. Energie. Also die Kiste. Das Ding da oben ist natürlich schon brutal. Können wir einfach noch ein paar Autocrafter machen? Ich würde gerne mehr Batterie machen. Autocrafter. Ich habe eine Idee, um die ultimative Batterie gerade zu bauen. Was fehlt dafür? Ein Observer und Bone Blocks. Oh ja, die Bone Blocks, die tue ich natürlich jetzt gerade ordentlich verarbeiten. Andere jetzt gerade. Was fehlt hier? Als ob wir kein Cobblestone hätten, jetzt mal ehrlich. Das ist jetzt die Verarsche. Cobblestone. Wir haben keinen Cobblestone. Im ganzen System keinen Cobblestone? Das ist besorgniserregend. Wir haben, wenn wir keinen Cobblestone mehr haben, dann ist das echt nicht gut. Wer produziert doch brav, oder? Cobblestone Generator. Das ist der Tier 3 und wir machen Tier 4 mit Blaze Rods. Okay, die kann ich noch gar nicht machen. Diamonds habe ich schon gemacht. Okay, dann brauchen wir den Cobblestone Generator, den originalen. Dafür brauche ich Lava Buckets. Bedeutet, ich brauche erstmal wieder Buckets. Holy shit, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gar keine habe. Das ist jetzt natürlich nicht so fein. Das würde nicht auch, dass unsere Lava weil wir backen. So. Scheiß Ding da sein. So, okay. Du gehst auch in das System rein. Und dann brauchen wir Cobblestone Generators. Komm, wir haben kein Cobblestone mehr. Woher nehmen die gerade noch den Cobblestone? Das ist immer eine Frage.
ob mir jetzt die am Ausgang sind. Wir müssen halt noch mehr Cobblestone Generator gerade aufstellen, weil der Verbrauch, den wir gerade haben, ist wohl ein bisschen zu groß. Jetzt haben wir keine Wasserbuckets mehr. Was? Keine Wasserbuckets mehr, das geht ja auch nicht. Ah, Schiedli Diesel. Zum Glück produzieren wir so viel nach von dem ganzen Scheiß. Leute, wir gehen jetzt hier wieder. Oh. Cobblestone Generator. Und produzieren hier über den Weg die ganze Zeit neuen Cobblestone Generator. Jetzt haben wir keinen Cobblestone da. Das ist ungut. Okay, und dann machen wir halt mal hier Cobblestone Upgrade auf Stufe 2. Und dann auf Stufe 3. Habe ich keine Diamonds mehr? Muss neue Diamonds produzieren, wie scheint. Ich habe keine Diamonds mehr auf Lager, aber das sollte ja hier nicht das Problem werden, oder? So viele Diamonds, wie ich eigentlich habe. Komm, ich überfordere das ganze Spiel und mein PC ist noch nicht mehr ausgelastet. So uncool. Wie haben wir denn davon noch 9000 immer noch? Kann ich nicht Diamanten schmelzen oder sowas? Diamantenblöcke schmelzen, geht das? Ich kann Molten Diamonds machen. Und das kriege ich, indem ich hoffentlich wahrscheinlich alles schmelze, was ich habe. Yes! Geil. Bedeutet, neues Ziel für diese Schmelze ist, Diamanten in Masse zu produzieren. Ja, es mag mega ineffizient sein, aber fürs Erste brauche ich einfach Diamonds as fuck. Und wenn ich halt erstmal die Maschine so einstellen muss, ein bisschen Handarbeit ist eh nicht schlecht. Suchen wir mal schnell in unserem Gedingschen nach dem Resin und was wir alles haben. Hast du Speed Upgrades drin? Ne, du hast weder Speed Upgrades noch ein Stack Upgrade drin. Vielleicht von mir die zwei Filter hier ran. Und derzeit pumpen mal das ganze Ding hier voll. Wir machen jetzt hier richtig eine schöne Diamantproduktion draus. Damit wir dann in Zukunft sagen können, wir nie sagen können, dass wir zu wenig Diamanten hätten. Das geht ja gar nicht bei uns hier in der Produktion, dass wir sagen können, dass wir zu wenig Diamonds haben. Aber das stockt sich doch alles. Machen wir die mal weg hier. Oder ist einfach der Exporter, der... Ah, oh, wir haben hier einen Stack-Upgrade reingehauen, mehr nicht. Jetzt sollten wir der ganzen auf jeden Fall Herr werden. Denke ich mal. Das schaut doch schon mal um einiges besser aus. Wenn wir jetzt in unsere Cobblestone Production schauen, sind 560 drin. Vielleicht sollten wir das doch ein bisschen umplanen. Und zwar so, dass wir halt wir brauchen auf jeden Fall einen Hopper. Oder Hoppers, ganz viele. Haben wir eh genug. Auf jeden Fall aktuell. Und ein... Ah, jetzt habe ich das wieder gemacht. Schon wieder. Jedes Mal derselbe Fehler. Und ein paar Chests. Ganze Chests halt. Das wäre jetzt irgendwie gerade noch so praktisch. Als ob wir keine Wut mehr hätten. Ach, man kann auch so ein paar Chests machen. Das ist auch geil. Okay, dann werden wir jetzt hier mal die neue Art machen, wie wir es am besten, glaube ich, machen. Mit vielen Exportern.
dann hier nochmal Chain platzieren. Einer, zwei. Und dann müssen wir hier zum Beispiel einfach nur oder ein bisschen so machen. Ah ne, das geht nicht. Warte mal, das da ist ja der andere Anschluss dann schon. Das ist ja natürlich der Nachteil jetzt in dem Fall. So. Hier angeschlossen und dann können wir die Importe hier nehmen. 1, 2 und wollen wir noch einen Import daran theoretisch. Einen Import. Haben wir hier noch ein paar. Da sollst du dich jetzt aber nicht mit importen, mein Freund. So genau. Das ist besser, das ist richtig so. Perfekt. Dann sollte die jetzt hier Upgrades machen, beziehungsweise hier anschließen können. Der sollte wieder daher werden von. Und euch setze ich jetzt auf Blacklist. Habe ich noch ein paar Speed Upgrades? Speed Upgrades, das wäre jetzt absolut noch geil, wenn wir ein paar Speed Upgrades irgendwie herkriegen. Können wir ein paar. Nice, ein bisschen geht noch. Und dann schauen wir nochmal nach einem Stack Upgrade. Das könnte man auch nochmal gebrauchen. So. Okay, aber dann kriegt jeder ein Stack Upgrade und zwei Speed Upgrades oder drei Speed Upgrades, Stack und Speed. Stack und Speed. Wenn wir jetzt auf Cobblestone gucken, sollte sich hoffentlich die Zahl in einer ganz guten Geschwindigkeit erhöhen. So brauchen wir es. Jetzt habe ich bloß vergessen, was ich ursprünglich Cobblestone wollte. Da wollte ich nicht irgendein. Ah, Autocrafter gleich war es, ne? Autocrafter waren gleich die Idee. Auto. Crafter. Und ich wollte dich gleich bauen und hatte keinen Cobblestone mehr. Das ist jetzt halt kein Redstone mehr, was? Mal wieder. Als ob ich keinen Redstone habe. Es gibt Sachen. Man glaubt's kaum. So. Nehmen wir noch einen von den Blocks mal schnell um. Und dann suchen wir wieder den Autocrafter. Und sollten hoffentlich jetzt mehr von vor allem den hier machen. Ja, das Stack 3 zuerst ist so. Dann Autocrafter. Bone Block. Ah ja, die muss ich noch vielleicht mal craften. Im Inventar dann. Weil sonst kommen wir an die, glaube ich, nicht so schnell dran. Drei Stück, jetzt sind mir die Purple Farbe ausgefallen. Nur 6 Mal, aber das wird doch jetzt rein. Wenigstens einmal noch. Nein, ich habe keine Bones mehr. Oh no. Aber okay, ja, das wird fürs Erste schon reichen. Die Idee war ja jetzt eigentlich irgendwas zu craften. Was war, wollte ich craften? Ich weiß gar nicht. Ah, genau, Batterien wollte ich craften. So schaut's aus. So schaut's aus. So machen wir das jetzt am besten. Auch einfach mal hier, würde ich sagen. Dazu brauche ich auch wieder 2. Da kann ich mir mit dem Energy Cable rein theoretisch da durchgehen. Energy. Ich will die ultimative Batterie einfach craften. Und dazu müssen natürlich Batterien gecraftet werden. Und
aus hergestellt werden. So, Redstone Block braucht er dafür, Crystals und das ganze Zeug. Merlin, brauchen wir das Zeug dafür. Merlin. Das hier und die Shards in dem Fall. Und natürlich Redstone Blocks auch. Und wenn wir dann gucken nach Battery. Battery. Finde noch einen Merlin Block. Bauen wir halt schnell. Ist jetzt nicht die Herausforderung, sagen wir es so. So, dann hat er das hier schon mal drin. Das soll er in Zukunft craften. Dafür muss er die Items auch kriegen, natürlich. Die müssen dann von drei Seiten hier importiert werden. Und ich muss auch noch Exportseite machen. Das wird ja eine ganz feine Sache. Und dann will ich natürlich hier. Naja, das will ich hier nicht machen. Hier will ich die Batteries dann zusammen craften. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ich crafte hier schnell zwei Batterien. Geht nicht, weil mir fehlen natürlich hier noch die Blocks. I understand. Jetzt habe ich wieder keine Blocks. Ich habe doch jetzt Blocks nachgebaut. So. Dann sage ich ihm, hey, schau her, ich will so und so machen. Und ich gebe jetzt die ganzen Batterien hier. Nimm die ganzen und dann müsste er doch darunter keinen Unterschied machen, oder? Doch, macht er. Er macht dazwischen einen Unterschied. Soll ich eine 2 und eine 3 stehen? Das war jetzt nie unbedingt mein Plan. So wollte ich das jetzt auch nicht. Jetzt mache ich wieder am Ende die Arbeit für den blöden Motor. Problemseite merkt sich nicht automatisch, dass es eine zweite Stufe gibt. Und ich müsste ganz viele von denen machen, die immer die dementsprechenden Stufen Batterien reinkriegen. Ne? Jetzt habe ich ganz viel 2000er. Und wenn ich jetzt die 1er noch nehme, hier reinsetze, dann habe ich eine 2000er. Wenn ich dann die 2 und die 2 nehme und das alles wieder exportiere und wieder in anfange, dann habe ich hier ein paar 4er stehen und hier drüben halt noch ein paar 2, die er irgendwie nicht genommen hat. Aber doch, hallo. Wenn ich jetzt hier natürlich sage, ich nehme die 2, 2er wieder raus. Ein 3er, der ist doof halt geworden. Was zu machen, so. Tu die 2, 2er hier zusammen. Ganz viel 4er. Jetzt will ich hier rein, kriege ich natürlich jetzt die ganzen 8er. Sie alle einfach mal raus. Ja, da muss ich vielleicht eine größere Produktionskette mal designen. 11.000 oder das müsste jetzt 15. Naja, da geht nur bis 11.000 durch. Wenn jetzt bei 11.000 bleibt, dann passt es nicht. Naja, 31.000. 31 Millionen. Wie schaut es mit der Batterie aus? Das ist nicht. Wir haben die ähnliche Batterie jetzt einfach mal gecraftet auf die Schnelle. Das ist natürlich schon eine Ansage, ne? Das ist eine Ansage. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.